Willkommen zurück zu The Infected mit mir, der Selina. Und ich hatte euch ja gesagt, dass wir diese Folge schon los wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Was wollen wir da? Außer sterben. Und noch mehr sterben. Weil wir werden sterben. Sage ich euch ehrlich, so wie es ist. Und ich habe mir überlegt, ich meine, wir haben ja jetzt schon die Bären als Gefahr. Ja, die ständig hierher kommen und uns angreifen. Und ich habe mir überlegt, wir werden den Zaun ein bisschen, ein bisschen großflächiger ziehen. Und ja, hier sind schon 6 drin. Wieso habe ich das geklappt? Okay, gut. Aber ich habe es zum Glück noch nicht gebaut. Wir werden nämlich, jetzt passt auf, wir werden nämlich, also von der Nähe zum Wasser da hinten werden wir so bleiben. Okay? Das heißt, hier können wir das tatsächlich hinklatschen. Aber wir werden den Zaun nach da ein bisschen mehr ausbauen. Denn ich hatte ja euch schon gesagt, dass sobald man im Camp war, hat man dann keine Ruhe mehr. Und ich habe so einen Plan, wie ich bauen möchte, weil ich möchte groß bauen. So. Und deswegen möchte ich das hier durchziehen. Das kann hier so bleiben, das Tor. Es ist ja in Ordnung, wenn wir hier reingehen. Wir werden dort wahrscheinlich auch nochmal ein Tor machen. Ansonsten wollte ich das eigentlich mal nur so gerade hier durchziehen, weil dann haben wir da einen Eingang und da vorne einen Eingang. Und dort ist wegen dem Fluss ist sowieso offen. Wir müssen sowieso übelst aufpassen wegen den Bären, ja, und Füchsen. Von daher wäre es eigentlich Wahnsinn, wenn wir jetzt noch die Viecher dazu holen. Und deswegen lassen wir das. Also deswegen werden wir einfach erstmal noch ein bisschen bauen. So, dass wir unseren Zaun haben. Weil, wie gesagt, ich habe vor, ein etwas größeres Gebäude zu bauen. Das ist vielleicht sogar so ein Gebäudekomplex. Wisst ihr, was ich meine? Das, das werde ich euch noch zeigen. Das meine, wie ich mir das wünsche, träume. Und so weiter und so fort. Okay, das sieht gut aus. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich baue mir ein Haus. Das wird schön. Das wird toll. Man weiß ja auch nicht, was alles noch so kommt. Von daher, wir werden uns, ich sag's mal so, dieser Zaun, den ich jetzt hier baue, der ist jetzt nicht gerade günstig, um das mal freundlich auszudrücken. Von daher würde ich halt sehr, sehr ungerne den wieder abreißen. Weil ich glaube, beim Abreißen kriegt man ja nur die Hälfte wieder. Ja? Also wenn man ihn fertig gebaut hat und dann abreißt. Weiß ich nicht, kriegen wir da überhaupt was wieder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Wir wollen uns ja sicher fühlen. Huch, da habe ich Mist gebaut. Weil ich zu viel an Mist denke. Ich bin nur noch am Bauen, merkt ihr das? Ihr dürft mir ja sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet mit dem Bauen. Ob ihr mehr so auf Abenteuer steht. Also ich mag beides. Wobei ich mehr so der Abenteuer, also mehr so die Abenteuer. Ich kann nicht sprechen. Ist schon mein Problem? Nein. Oh Gott. Gut. So, confirm. Confirm. Die Sache ist, wir brauchen eine Menge Holz. Also wenn ihr schon überlegt, dass wir 6 Holz für jedes brauchen. Und dann... Oh, hier geht's hoch. Okay. Alles ein bisschen schief hier. Habe ich da schon was rein? Ja, da habe ich die... Aber wir können überlegen, weil das ist unschön. Geht ein bisschen runter, das geht ein bisschen hoch. Ne, das ist ja nicht schlimm. Aber dass das nicht so gerade ist, das finde ich nicht schön. Seht ihr das?
dass das so nicht bündig ist. Ja, gut, dass ich das jetzt gesehen habe, bevor ich das alles gebaut habe. Das geht natürlich nicht. So nicht. Okay, und das Kupfer ist verschwunden, das ich da drin hatte. Ja, ist ja kein Problem, auch Kupfer. Pff. Ist ja kein Problem. Ist ja. Pille Palle. Können wir uns hier reinsetzen? Haben wir ja so viel von. Okay, ganz kurzer Cut. Ich gucke mal, ob ich eine Taschenlampe habe. Ich bin so doof. Natürlich habe ich keine Taschenlampe. Aber ich habe doch. Ich kann noch eine Fackel bauen. Ah, das Kupfer habe ich im Moment auch. Ich gehe einfach schlafen. Ich meine, ganz ehrlich, das, nicht, dass wieder in der Nacht hier fünf Bären kommen. Okay, es waren zwei. Es waren zwei, ich weiß. Aber es hätten auch fünf sein können. Also die zwei haben sich angefühlt wie fünf. Waren groß und bärig. Haben gebissen. Ja, ich weiß, dir geht's nicht gut. Du brauchst Wasser. Dann trink mal. Is. Is. Gut, Proteine haben wir. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle wach? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, sehr schön. Kartoffel, Kartoffel. So, ich werde jetzt erstmal nur harvesten und aufessen. So, jetzt passt auf, jetzt trinken wir. Dann füllen wir das ganze Wasser raus und dann fällt mir ein, dass ich nichts mehr habe, um es wieder reinzufüllen, aber egal. Also es wird mal Zeit, dass ich irgendwas habe, womit ich das dann wieder reinfüllen kann. So. Ja, die Bären kommen auch immer freundlicherweise vorbei, damit, ich meine, ihr müsst es verstehen, warum die vorbeikommen. Die möchten ja auch, dass ich meine Kohlenhydrate, dass ich meine Proteine bekomme. Deswegen kommen die immer vorbei, um mir einfach meine Proteine vorbeizubringen. Also sich selber. So, ich werde das hier komplett abreißen, weil ich werde das nochmal neu bauen. Und zwar muss ich mal gucken, ob ich jetzt schon abbiege. Ja, weil ansonsten ist es, glaube ich, schief. Ich biege jetzt, glaube ich, jetzt schon ab. Weil wenn, dann baue ich das Haus sowieso in die Länge und nicht mehr in die Breite, oder? Weil ich habe ein bisschen nach vorne. Eins nach hinten hätte ich noch. Ja, komm, das reicht. Das reicht. Ah, jetzt ist die Frage aller Fragen. Mal, gehe ich noch eins nach vorne oder nicht? Hallo Vogel. Ah, das war ein Reh. Rehe klingen wie Kühe. Deswegen heißt sie auch immer Rehkuh. So. Nee, das ist jetzt schon abgehoben. Seht das? Oder? Abgehoben? Nö, das passt tatsächlich. Tatsächlich passt das. Ja, ist okay. Schwein. Ein Wildschweinchen. Okay, die kommen ab Tag 4 auch so. Gott, habe ich mich erschreckt. Ich wurde entdeckt. Okay. Scheiße. Okay, die kommen ab Tag 4 ohne, dass man sie besuchen gegangen ist. Das heißt, das Bauen wird jetzt schwerer. Das heißt, man hatte eigentlich die Chance, seine Bastion zu bauen. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen mit dem Zaun. Deswegen baue ich ja auch zuerst den Zaun und dann den Rest. Weil dann haben wir wenigstens ein bisschen Sicherheit zum Bauen. Jetzt auch ein bisschen beeilen. Ansonsten habe ich ein Problem. Da werde ich dann eins noch aufreißen und das werde ich zu einem Tor machen.
Darf ich bloß nicht vergessen. Ich sehe jetzt auch immer den Zaun hier durch, aber ich bin gerade übel zu. Oh Mann. Hier ist schief. Geht voll ins Haus rein. Oh nein. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit für sowas. Ja, Bro. Ja, ich sehe es jetzt, wo ich hier dran stehe, habe ich es gesehen, dass es so nach innen reinging. Ja, wir haben hier Kevlar bekommen. Das ist keine Ahnung, diese ledrige Haut oder so. Keine Ahnung. Das geht rein, das, ja, das ist einigermaßen normal. Scheiße. Wir haben mich gefunden. Ich habe mich versteckt. Die wollen mein schönes, leckeres Blut. Weil ich so schön bin, so dick bin, so kugelrund, nicht? Ach komm. Das ist echt so Millimeterarbeit. Wie immer. Verdammt. Ich wollte doch den Zaun fertig bekommen, bevor die kommen, um mich zu holen. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt jedes Mal geschrien wird. Ich glaube, ich hatte teilweise, dass die nicht mehr geschrien haben. Den Stein gleich wegmachen. Hab ich. Ah, ich meine, Spischschatten nicht dabei. Das kann ich immer noch nicht. Okay. Ja, wie gesagt, ich will erstmal anbauen, wenn alles fertig ist. So, da ist. Hatte ich nicht zwei Kartoffeln? Die andere. Da ist die andere. Ah, die hat das Essen gerochen. Natürlich, natürlich. Die haben es gerochen und sich gedacht. Oh, das riecht lecker. Was kocht sie denn da Feines? Gehen wir mal vorbei. Sagen wir mal Hallo. Die sind halt noch nicht so wortgewandt, um dann Hallo wirklich normal zu sagen. Die macht dann, ich töte dich. Oh Gott. Verletzt haben sie mich zum Glück nicht, ansonsten wäre hier so ein Plus. Dann sind meine Haare, na egal. Egal, habt ihr was zu lachen? Meine Haare zum Beispiel. Dass sie jetzt schon kommen, ist natürlich unangenehm. Bin ich ehrlich zu euch? Ihr dürft mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es besser findet, jetzt oder wie es davor war, wo halt so gesehen alles aufgedeckt war. Schade, dass ich das nicht wegbekomme. Auch mit der Axt nicht. Hatte ich schon mal probiert. Schiss, dass der jetzt immer hier durchkommt. Ach komm. Steinchen weg. Ja, das Reh darf tatsächlich hier bleiben. Ich bin mal gespannt, ob man sich später Tiere tamen kann. Ich bin auch überhaupt. Also. Wow, ich bin so. Ich bin. Ich behalte das Ding jetzt einfach bei mir. Ist mir jetzt egal. Ich nehme das. Und einen Hammer nehme ich. Ein Hammer. Ich nehme jetzt beides wieder mit. Den Platz brauche ich nicht. Nein, ich bekomme keine Aggression. Das ist alles gut. Ja, ich ärgere mich gerade um mich selber, weil das einfach jetzt ein Schritt war, den ich hätte nicht gehen müssen. Brauchen. So. Ich glaube, jetzt, so wie ich es gebaut habe, ist ein bisschen besser. Denn hier, das sieht so komisch aus, dass ich das so einbiege. Und jetzt, dadurch, dass ich dann eine gewisse Entfernung habe. Oh, bitte tötet mich nicht. Oh Gott. Na, fuck, 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 fuck. Hä?
Nein, 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 nein. Willst du das nicht tun? Fuck. Ach so, ja, genau. Das meinte ich nämlich mit weglaufen, wieder hinlaufen. Da ist doch noch irgendwas. Sind schon die schweren. Er kommt gleich wieder. Hä, aber das hört sich an, als würde hier noch irgendwas rumhauen. Bist du? Steht der? Hä? Willst du mich trollen? Will der mich trollen? Kommt hier an, verleibt sich meine ganzen Pfeile und will auch nur weglaufen. Ich glaub's ja wohl. Ich glaub's ja wohl. Läuft gut. Ich habe mich schon wieder hitten lassen, ne? Schon wieder. Das wird lustig jetzt gleich beim Holzfällen und so. Wird richtig lustig. Ihr werdet sehen. Wir werden so viel Spaß haben. Help. I need somebody help. Kivan hat irgendwas gesagt, dass das ein Multiplayer kommen soll. Brauche ich auch. Dann beschützt er mich. Ach nee, warte. Dann beschütze ich ihn. Er geht Holz fahren. Aber ihr merkt, wie schnell die jetzt kommen, oder? So. Noch eins? Ja, noch eins. Und dann biegen wir ab. Hier biegen wir dann ab. Oh Gott. Obwohl, wisst ihr was? Wir gehen noch eins. Wir gehen noch eins. Komm, 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 komm. Ja. Ich bin gut, dass der Pfeil dann in dem Vieh steckt, in dem Zaun steckt und bleibt im Bauplan. Ich bin auch überladen. Sehr gut. Wenn jetzt noch mal einer kommt, ha, kein Problem. Überladen. Des Todes. Des Todes übrigens im wahrsten Sinne des Wortes. Und vier. Das kommt ja hier alles weg. Dann kann ich doch noch ein bisschen in die Breite gehen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass jetzt. Ach, bitte komm nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Na gut. Ja, und jetzt stell dich mal vor, wir werden jetzt hier die ganze Zeit farmen. Das wird gut laufen. Das wird richtig gut laufen. Ich erspüre das. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, in welchem Intervall die jetzt kommen. Und ich weiß auch nicht, ob das nach hinten raus immer öfter wird. Wisst ihr, was ich meine? Dass die erst nur so langsam kommen, so wäh, wäh, ein bisschen. Und dann immer mehr und mehr und mehr. So, wir haben da auch nochmal Eisen drin und wir haben hier an die drei Eisen. Okay. So, ich würde das gerne zum Schmelzen stellen. Es ist halt überhaupt nicht gruselig, ne? Wenn du weißt, du gehst hier raus, um zu bauen. Und sie kommen, um dich zu holen. Das meine ich, das meine ich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Uiuiui. Hallo. Entschuldigung. Falscher Weg. Oh Gott. Das meine ich, laufen wir mal weg und dann laufen sie zu einem hin. Komm her. Feini bist du. Feine bist du. Okay, lass mal bitte die Pfeile alle in dir stecken. Ah, einer ist verschwunden. Ah, nee, der ist noch im Arm drinne. Pick up the arrow. Okay. Ja, das geht jetzt die ganze Zeit so. Ich muss mal versuchen, mehr auf den Kopf zu zielen. Ich weiß, ich weiß.
So, wir bauen jetzt den das letzte Zaun. Feld. Dings. Bums. Ich hatte mir überlegen, ob ich das ein bisschen so setze. So. Aha. Geht schon zu sehr ins Wasser. Wissen. Weil ich brauche ja die Sicherheit, dass die da dran nicht vorbeikommen können. Ich hätte gerne die Sicherheit. So. Okay. Okay. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Sobald wir das Geräusch hören, das Kommando heißt, dann wissen wir Bescheid. Lauf. Run. Oh Mann. Ich finde es schade, dass man dich hier nicht mitmachen kann. Jetzt gerne Wetten abschließen, wie oft ich sterben werde. Bin ja jetzt bis jetzt schon einmal wegen einem Bären gestorben. Ich habe das Zeitliche gesegnet. Meine, was ich noch machen könnte, halt immer, wenn ich einen sehe, weggehen. Habe ich zum Beispiel in meinem privaten Spielstand gemacht. Wenn ich ihn gesehen habe, bin ich einfach auf die andere Seite farmen gegangen. Und sobald er dahin gelaufen ist, bin ich wieder auf die andere Seite gelaufen. Das hat super für mich funktioniert. Einfach weil ich es sehen konnte. Aber jetzt, durch das ganze Gras, kann ich es eben nicht sehen. Aber das macht so ein bisschen den Nervenkitzel. Ich meine, es soll ja auch nicht zu einfach sein. Ich muss ja auch noch was haben, um mich ärgern zu können. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe halt so viele Fragen. Tauchen die in der Nähe von mir auf? Tauchen die in der Nähe vom Haus auf? Tauchen die in der Nähe vom Reh auf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hab, glaube ich, irgendwas gehört. Bär. Als hätte ich nicht genug zu tun. Nein, einmal Bär sehen. Hahaha. Mehr sehen, Bär. Mehr. Also man muss nicht ins Camp rein, damit sie dich besuchen kommen. Gut zu wissen. So, ich glaube, die komplette Ecke hier hinten, glaube ich, kann ich jetzt schon. Ne? Das ist schön. Das ist richtig schön, ist das. Dass ich die komplette Ecke jetzt, wenn ich die Seile hätte, machen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Seile dann zwischen den Folgen irgendwann mal machen werde. Weil das ist halt echt. Ey, ohne Witz, ich sehe die Blätter und bilde mir schon die Dinge ein. Paranoid Level 5000. Nein, mein Axt ist kaputt. Kein Stein. Ich habe keinen Stock. Ich weiß, du läufst hier irgendwo rum. Ich sehe dich nicht, aber ich weiß, du bist da. So, das Fleisch hinhängen. Wahrscheinlich war das auch immer das Problem. Ach so, ja, ach stimmt. Ich habe keinen Platz mehr. Aber ich hätte vielleicht vorher. Na, egal.
Hallo, du sollst das essen. Ja, das ist irgendwie immer noch ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob es an meiner Unfähigkeit liegt oder an meiner Unfähigkeit. Aber an irgendwas muss liegen. Okay. Also, wir haben vier davon. Okay, ich kann. Pass auf, ich kann das so machen. Maispflanze. Mais. Hier kommt Mais. Kartoffel. Also, ich habe keinen Platz. Okay. Hier kommt das. Gurken. Gurke. Gurke. So lange wie ich damit brauche, haben die mich wahrscheinlich schon fünfmal gefressen. Das Gute ist, ich kann das jetzt einfach wachsen lassen. Ich muss es jetzt nicht jedes Mal selber gießen. Gar keinen Bock. Ey, das ist halt einfach Nervenkitzel pur, wenn du da draußen bist. Ich meine, selbst hier drinne. Ich meine, ich bin ja hier drinne, bin ich auch nicht hunderttausendprozentig sicher. Die können halt immer noch draußen an die Tür klopfen und sagen, komm raus, wir wollen mit dir spielen. Und ich so, nein. Okay, ich brauche einen Stein. Ich mach mal zwei Äxte. Oh, und einen Stock. Das ist immer noch das Reh. Und ich dachte mir so, na ja, ich gehe nicht in das Camp, weil dann kommen sie auch nicht hierher. So oder so ähnlich läuft das ab. Also nee, ich kann ja noch mal eins herstellen. Weil Äxte werde ich jetzt mehr als genug brauchen. Steine habe ich ja soweit erstmal weggepackt, weggeschafft. So. Was wollte ich? Ich wollte die Tasche, ne? Die Tasche. Nein, die Tasche. Kann ich die wechseln? Nein, natürlich nicht. Okay, gut, dann ist auf der 2 die. Oh, das muss ich mir merken. Auf der 2 ist der Speer. Weil es war immer so, dass auf der 3 mein Speer war. Deswegen drücke ich immer verzweifelt auf die 3 und es passiert einfach nichts. Ist doch gerade einen großen Baum beim Wickeln. Alles gut, Leute. Es wird alles gut. Wir schaffen das gemeinsam. Nur seid ihr nicht da. Also körperlich jedenfalls nicht. Oder so spielcharaktertechnisch. Also bin ich ja alleine. Ich glaube, das Vieh ist auf dem anderen, auf der anderen Seite. Wow, ich fange jetzt schon an zu stottern. Fängt schon mal sehr gut an. Ich glaube, das Vieh ist auf der anderen Seite. Irgendwo da hinten zwischen den Bäumen läuft's rum. Da werde ich aber früher oder später auch hin müssen. Weil ich werde bestimmt nicht die Bäume von hier darüber tragen. Warte, was? So, den Rest des Let's Plays werde ich jetzt nicht mehr sprechen, damit ich auch wirklich höre, wenn was kommt. Eigentlich kein ängstlicher Mensch. Aber es ist halt einfach, man stirbt so schnell. Im richtigen Leben ist das nicht so. Ach so, übrigens, was mir auch aufgefallen ist, wenn man stirbt, dann geht die maximale Ausdauer runter. Ich glaube, später, wenn man kochen kann, kann man sich wahrscheinlich irgendwas kochen. Ich glaube, ich habe irgendwas gesehen, dass man sich irgendwas kochen kann oder dann, man kann sich hier so einen Pack machen. Dass, wenn man stirbt, man trotzdem was hat. Ah, Pete.
Ich weiß, dass gleich wieder irgendwas kommt. Da, da, seht ihr's? Da hinten in der Ecke. Da läuft er. Ihn gerade gesehen, da. Das heißt, solange wie ich hier hinten in der Ecke bleibe, alles gut. Ich darf die Tür nicht vergessen, ne? Das habt ihr bestimmt schon geschrien. Du vergisst die Tür nicht. Hier wollte ich ja eine hinmachen, so. So, hier hin. Und da vorne hin. Also, da so. Oh, der kommt sowieso hierher. Der läuft schon so hier vorbei und denkt sich, hahaha, dich krieg ich auch noch. Okay. Der läuft einfach nur. Ach komm. Hä? Ich kann nichts mehr machen. Ohne Scheiß, der stand einfach so vor mir, hat mich nicht gehauen, gar nichts, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Das war's jetzt wieder. Weg von meinen Pflanzen, das sind meine. Mein Eigentum. Jetzt bin ich schon zweimal gestorben. Das fängt schon mal sehr gut an. Jetzt haben wir nur noch. Moment. Da 90 maximales Leben. Nur 5 Pfeile. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal Pfeile herstellen müssen. Da komme ich nicht drum herum. Da komme ich tatsächlich nicht drum herum. So, wir bauen das. Dinger kommen nach innen. Habe ich ja schon einmal falsch gemacht. Zweimal. Das ist schlecht. So. Habe ich aber erstmal Ruhe, hoffentlich. Der nächste Spawn bestimmt. Aber ich hoffe jetzt wieder ein bisschen weiter weg, damit ich wenigstens ein bisschen mich hier aufbauen kann. Ja, wir werden das jetzt immer so machen. Einmal sterben, einmal. Nein. Die Sache ist aber, der stand wirklich für mir. Ja, gut, das ist Early Access. Es gibt halt auch noch Fehler, ja. Ach, für das Tor brauche ich. Ah doch, 12 Stück. Nur. Easy. Ich habe jetzt schon keine Bäume mehr. Wie gesagt, er kommt bald wieder. Vielleicht war das auch durch den Zaun, dass er durch den Zaun gelaufen ist und da halt so ein. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht hätte ich ihn auch in Ruhe gelassen sollen. Wo kommen wir denn dahin? Wenn ich anfange, dich in Ruhe zu lassen. Oh, ich merke gerade. Ja. Gut, ihr lieben Süßen. Wenn es euch gefallen hat, wie ich gefressen wurde, lasst doch ein Like nach oben da. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.